Ich weiß, dass das viele brennend interessiert, wie denn natürliche Zahlen ausschauen. Und darum habe ich natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und habe mal ein paar natürliche Zahlen organisiert. Und so tun wir uns jetzt natürlich leichter, einmal einen Blick auf die natürlichen Zahlen zu werfen. Wenn wir jetzt die natürlichen Zahlen um den negativen Bereich erweitern wollen, dass wir die ganzen Zahlen erhalten, dann schaut es folgendermaßen aus. Ich habe jetzt ganz einfach zu den natürlichen Zahlen die negativen Zahlen dazugetan. Deswegen brauchen wir einen größeren Teller. Im nächsten Schritt gehen wir jetzt zu den ganzen Zahlen noch die durch einen Bruch darstellbaren rationalen Zahlen dazu. Allerdings gieße ich jetzt nicht mehr einfach nur den Inhalt vom ganzen Zahlenteller auf den neuen rationalen Zahlenteller, sondern ich stelle einfach den Teller drauf. Ich glaube, das kann man sich schon vorstellen. Und ihr werdet es gleich sehen, jetzt kommen da noch dazu die Zahlen, die man nicht durch einen Bruch darstellen kann, die irrationalen Zahlen. Schauen wir uns das einmal an. Und zum Schluss habe ich nichts anderes getan, als wir die rationalen Zahlen und die irrationalen Zahlen auf ein Backblech gestellt und gemeinsam sind sie jetzt die reellen Zahlen. Kann es sein, dass jede natürliche Zahl auch eine ganze Zahl ist? Ja, natürlich. Weil die natürlichen Zahlen sind innerhalb von den ganzen Zahlen. Also geht es. Ist jede reelle Zahl auch eine natürliche Zahl? Das sieht man sofort. Reelle Zahlen sind auch die irrationalen Zahlen. Und die natürlichen Zahlen sind ganz auf einem anderen Teller. Das kann also nicht sein. Eine ganze Zahl kann die auch eine irrationale Zahl sein. Sieht man auch sehr schön. Die ganzen Zahlen und die irrationalen Zahlen, die haben da nichts gemeinsam. Kann also nicht sein. Eine ganze Zahl muss eine rationale Zahl sein. Stimmt das oder stimmt das nicht? Die rationalen Zahlen und innerhalb von der sind die ganzen Zahlen. Also muss das ja so sein. Kann eine reelle Zahl auch irrational sein? Ja, das geht, weil die reellen Zahlen sind alles und die irrationalen Zahlen sind auch ein Teil davon. Eine reelle Zahl muss rational sein. Na, eben, weil die reellen Zahlen sind alles, die rationalen sind dort eh auf dem großen Teller und die können auch irrational sein. Alle ganzen Zahlen sind reelle Zahlen. Naja, also sofern der ganze Zahlenteller auf dem Tablett, auf dem Backblech steht, ist es ja so. Es gibt irrationale Zahlen, die keine reellen Zahlen sind. Nachdem der Teller da auf dem Backblech draufsteht, stimmt das nicht. Es gibt irrationale Zahlen, deren Zehnfaches eine rationale Zahl ergibt. Was natürlich ein Blödsinn ist. Und das Beste ist, ich werde jetzt die ganze Zahlensuppe einfach aufessen.